Tja, liebe Freunde, der schlimmstmögliche Fall ist eingetreten. Mein Kater hat mir direkt die Konsole ausgeknipst. Ja, der liegt direkt vor der Konsole, streckt die Pfote nach vorne und macht die Konsole gerade aus. Ist aber ein Lieber. Kann ich ihm nicht übel nehmen. Was so ein bisschen ja, schade war, ich habe nicht gespeichert und das Spiel speichert an sich nicht wirklich automatisch. Wenn ich zum Beispiel durch Tore gehe oder so, da wird dann nur geladen. Jetzt musste ich ein bisschen hier wieder herspielen, ihr habt nichts verpasst, es geht direkt weiter. Wir waren dabei, den Neckern aufs Fressbrett zu geben. Wenn wir dann welche finden, aber ich denke mal, das dürfte jetzt kein Problem sein. Einfach mal schauen, wo die Jungs sind. Hier kriege ich schon gerade Meldung vom Spiel. Irgendwo sind hier spitze Buben. Na, wo seid ihr denn? Ich höre euch doch schon. Ach, der. Oh, das neue Schwert mit Aufwertung, Feuer. Macht Spaß. Man kann es nicht anders sagen. So, wo sind denn die Neckar? Ich habe doch eben das letzte Nest schon gefunden gehabt, wo es Nacht war. Aber, tja. Jetzt ist es weg. Jetzt gucken wir doch mal. Treiben wir uns ein bisschen herum. Es kann aber auch gut sein, dass die Nester direkt da bauen, wo ich rumlaufe, weil sie mich angreifen. Das kann halt sein. Wenn ich jetzt ein bisschen unachtsam rumlaufe, könnte es sein, dass die sich hochbuddeln und mir dann sagen, hier Jungs, da ist das Nest, mach es platt. Hier waren auch mal Ertrunkene, aber ich glaube, die waren nur bei Nacht da. Genau, jetzt sind wir hier wieder am Fluss, am Wasserfall. Welchen Weg bin ich zurückgelaufen? Könnte, jawohl! Schaut gut aus. Hey Freunde, jetzt ist gut. Kurz Gewinn rein. Ja, das Schwert macht richtig üblen Schaden. Hier war doch richtig. Aber wo ist das Nest? Da ist das Nest. Und bam, Freunde. Fertig. Ludwig Merse den Lohn abholen. Zu dem wollte ich eh noch. Der schuldet mir noch was, glaube ich, für den Kairan. Soweit ich das weiß. So, gucken wir doch mal ins Log. Ne, da waren doch schon die Quests, oder? Nee. Die Quests sind hier. Achtung, Auftrag Neckar. Da müssen wir hin. Die anderen sind allerdings abgehakt. Der Fluss der Geheimnisse. Was ist das? Macht gleich. Das ist das mit dem, da würde ich gerne mal kurz reinlesen. Dass der Kapitän einen Bericht über seine Reise abliefern muss, jedoch gelungen war, Schriftstück zu versenden. Der Hexer beschloss, dies unter Verwendung der königlichen Post zu übernehmen. Nur die mährischen Beamten zur Verfügung stand. Büro in Flotsam. Königswillen, die Antwort. Ach, war okay, bla bla bla. Wiederkehrende Erinnerung. Da ging zum Treffen mit Leto. Triss bereitet den Zauber noch vor. Ja, und die königliche Post, dazu soll ich ein Büro finden in Flotsam, die königliche Post übernimmt. Aber jetzt erstmal zurück, die Belohnung abholen. Der Wald dürfte ich dann, ich dürfte schon hier alles im Wald gesehen haben. Wie gesagt, ich freue mich schon unheimlich drauf, im dritten Witcher die ganze Welt zu erkunden, zu bereisen. Hier ist es ja mehr oder weniger quasi fast ein bisschen offen, aber auch nicht wirklich. Ah, da ist ja noch einer. Aggressiv sind sie ja, muss man den lassen. Vor allem die Kleinen hier. Aggressives Pack. Noch wer? Aber wo? Ah, da. So, Freundchen, Feierabend. Ja, genau, das war der Typ, da war ich schon mal bei dem. Und ich habe es wohl immer noch nicht geschafft, alle Fallen hier in den Wald, also erfolgreich reinzulaufen. Ist hier ein Tor? Nee, ne? Nee, aber ich glaube, ich war schon bei dem Typen. Der befindet sich, ich habe erst gedacht, außerhalb, aber der ist drin. In dem Dorf, beziehungsweise in der kleinen Stadt. So, da geht's doch wieder hin. So gerne ich auch durch den Wald laufe. Ich glaube, wir haben langsam genug gesehen. Wir sollten so ein bisschen in der Story weiterspielen.
Ich finde den Typen so geil. Sieh an, der Hexer. Da ist er. Der Große. Nee, solange ich oder so gerne ich ja durch den Wald laufe, hier Quests mache, desto mehr würde ich jetzt gerne eigentlich mal das Gebiet wechseln, um mal was anderes zu zeigen. Oder auch um anderes selbst zu sehen. So, wo ist der Knilch? Da ist er. Ja, ja, neben seinem Haus war ich schon. Da haben wir, glaube ich, gute Sachen mitgehen lassen. Soweit ich das noch weiß. Tagsüber plärren die Belger. Genau, das ist das Haus mit der attraktiven Wanddeko hier. Sehr schick. Und der ich bin ein Hexer. Kollege ist wahrscheinlich hier oben. Da ist die Frau, die seufzt. Da ist der Typ. Ach, guck mal. Mal kurz speichern hier. Da liegt ja voll das Zeug rum. Krass. Hier allein Aufwertung. Gestepptes Leder. Verrostetes Stilett. Cool. Was ist da in der Truhe? Orens. Durchsuchen. Ah ja gut, okay. Dafür brauche ich dann den Schlüssel. Aber ich glaube, das wird ihm auch nicht gerade stören. Ja, okay, hier. Königliche Post. Halt, da war noch Orens. Die nehmen wir mit. Ha! Pa, du mich auch. Wer bist denn du? Pa. Ah ja, okay. Pa. Sie heißt Pa. Wunderbar. Was haben wir denn noch? Orens. Nehmen wir mit. Wir können es gebrauchen. Ich krieg sowieso noch 75 Orens von dem einen Typen außerhalb der Stadt. Ach so, das ist also der Nachname, okay. So, Freundchen. Ah, oh, Briefkasten der Königlichen Post. Wer bist du? Erstmal fragen, wer bist du? Ich kenne dich zwar schon, aber egal. Und was machst du hier? Ich bin der Burgvogt von Flotsam. Zuständig für Verpflegung, Befestigungen und so weiter. Dann zahlst du auch die Prämie für erlegte Monster? So ist es. Du musst nur das Formblatt H12 ausfüllen. Und damit nach? Muss ich nicht. Ich genieße Immunität. Na gut, die Aufträge hängen vor der Schenke aus. Eine erfolgreiche Jagd wünsche ich. Ja, ja, das Formular H12. Ich sag nur Passierschein A38. So, oh, Neckar. Hier, Neckar-Kadaver zum Beweis, dass ich... Mir ist klar, was es beweist, Hexer. Die Belohnung ist dein. Sehr gut, Belohnung eingesackt. Was gab's denn dafür? Sondern dass die 150 Euro reden, kann gut sein. Ich bin aber mit dir noch nicht fertig, mein Freund. Ich wollte dich noch was fragen. Auf deinem Schreibtisch steht ein königlicher Postkasten. Ja, die königliche Post gehört zu meinen Obliegenheiten. Kann ich kurz reinsehen? Ich hätte noch eine Frage. Ich sehe da kurz rein. Kann ich mir den Inhalt ansehen? Natürlich. Kein Problem. Viel Spaß bei der Lektüre. Adieu. Das Aktienzeichen ist cool. So, was haben wir da? Berichte von Ludwig Merse. So, suche eine Gelegenheit, um weiter stromaufwärts des Pontos zu reisen. Vergiss nicht, du könntest auf... Okay, da oben steht's auch nochmal. Du könntest auf ein weiteres Schiffswrack stoßen. Sehr gut. Ah, suche eine Möglichkeit zu reisen. Da der Kairan jetzt tot ist, müsste ich das beim Hafen mal versuchen. So, Moment. Öffnen. Noch eine Nebenquest. Machen wir doch glatt. Du Katerchen bleibt von der Konsole weg. So. Zum Hafen. Der Kairan ist ja schließlich tot. Da könnte man mich doch den Ponta hochschicken oder hochkarren. Chauffieren. Mitnehmen. So. Gucken, da geht's zurück in das kleine Vorörtchen. Mit den zwei, drei Gebäuden, die es da gibt. Hier geht's in die Schenke. So, gucken wir mal. Erstmal da unten gucken. Da ist ein Schiff. Da fragen wir doch erstmal nach. Mutter sagte immer, mach eine Lehre, Maurer oder so. Hat jemand was gesagt oder was? Wie los, so dir gefällt es hier. Gut, sehr gesprächig, die Leute. Wer hockt denn da? Nun. Schon mal den Kairan gesehen? Das Flussmonster? Oh ja. Aber ich will nicht darüber reden. Red schon. Nee, komm, ist in Ordnung. Das ist, denke ich mal, nur für Informationen über den Kairan. Du weißt doch gar nichts. Lass mich in Ruhe, verstanden? Hey, Silbermähne.
Was hab ich denn erkannt? Es geht wahrscheinlich nur um die Informationen dann über den Kairan. Aber da ich den schon getötet habe, interessiert mich das nicht mehr. So, hier. Jungs, seid ihr am Faulenzen? Das sieht so aus, als ob er faulenzen würde. Da wird geschrubbt. Gleich fängst du dir eine. Ich geb dir gleich, meinen Freund. Gucken, wer hier wen fängt. So, ganz kurz muss ich mal hier meinen geliebten Kater von der Konsole wegholen. Der macht sich wieder so lang mit der Pfote Richtung Ausschalter. So. Hä? Hieß der da hinten nicht auch Dun? Hier steht ein Dun rum. Da pennt, wer pennt da? Nico pennt da. Brady. Odolan. Der hieß doch auch Odolan hier, oder? Odolan. Also jetzt noch nicht mal die Klonarmee. Beziehungsweise Klonarmee schon, aber dann auch noch mit gleichen Namen. Brutal. Gut, es sei denn, das sind alles Nachnamen. Was hältst du von Loredos Vorschlag? So, Freundchen. Und haben wir schon geschafft, eine Nummer zu kriegen? Hau bloß ab. Genau, Freund, du schaffst es nicht. Du schaffst es einfach nicht, Freundchen. So. Ja, schweigsame Leute da oben. Vielleicht reden wir einfach mit denen hier. Was für eine Prämie gibt es? Ist die Arbeit schon fertig? Noch nicht. Sei gegrüßt. Dann aber los! Da hinten ist noch einer. Oh, da geh ich jetzt hier hin. So, hier komme ich aufs Schiff. Gucken wir doch mal. Ah, das ist mein Schiff. Du schleifst ordentlich, sehr gut. Wer bist du da oben? Ärger. Auch nur ein Soldat. Was heißt nur ein Soldat? Gut, dass Soldaten da sind. Soldat Roche. Soldat Roche. Soldat Roche. Tag, verdammt. Hallo. So. Aber das hilft uns alles nicht weiter. Wir brauchen doch eine Gelegenheit zum Reisen. Ja gut, oder aber... Was gibt's Neues? Oh, Leder. Nehmen wir. Ja, oder aber, wenn es in der Haupthandlung weitergeht, dann geht's auch hiermit weiter. Kann auch passieren. Ja gut, und da nichts anderes offen ist, gehen wir in der Haupthandlung weiter. Wir sind da gut ausgerüstet. Oh, den nochmal fragen. Zu Hilfe! Ein Mutant verfolgt mich! Ach, den kennen wir ja, der redet ja nicht mit Mutanten, der Wichser. Ja, nee, wenn jetzt gerade storytechnisch nichts anderes offen ist, dann auf geht's. Das dürfte fertig sein. Auf Jorvet, nieder mit den Eichhörnchen. Ja, hier gibt's auch nichts weiter. Oh, Entschuldigung. Etwas müde. War auch der Grund, warum ich in den letzten Folgen etwas wortkarg war. Etwas müde gewesen. Die Nacht war spät und ich musste noch ein bisschen Witcher aufzeichnen. Aber jetzt ist die Nacht noch jung. So, jetzt können wir uns zumindest diese eine Hauptquest, die Zeit sagt, ist auch in Ordnung, können wir uns in die eine Hauptquest hier reinziehen, mit Leto treffen. Und Leto würde ich gerne mal was fragen. Ort der Macht. Ja. Aufgeladen? Nee. Jetzt habe ich auch inzwischen verstanden, was... Jetzt. Hilft mir aber auch nicht. Doch, oder hier? Jetzt habe ich auch verstanden, was die Anzeige oben links zu bedeuten hat. Das ist wahrscheinlich der Vergiftungsgrad. Da wir innerhalb unserer Hexerausbildung mit verschiedenen Chemikalien und Kräutermischungen mutiert sind, also mutiert worden, ja, das ist, glaube ich, richtig gesagt, können wir Gifte trinken und die wiederum verstärken uns, was andere Menschen töten würde. Jetzt ist es so, dass unsere Gedärme oder Organe gegen Gifte weitgehend resistent sind, aber halt nicht wirklich. Also zu viel Gift würde uns dann auch vernichten. So, hier war die Quest mit dem Wahnsinn. Und jetzt gucken wir doch einmal, wo es hier lang geht. Da sind auch noch ein paar Leichen. Kommen wir hier außen rum? Wahrscheinlich nicht. Hier ist nämlich eine Schlucht. Mist. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen? Hier hoch kommen wir auch nicht zufällig? Nope. Kann man hier durch? Nee. Alles verästelt. Müssen wir uns hier vorne etwas weiter rechts halten?
Da zum Beispiel. Da geht's auf jeden Fall zum Wasserfall. Der Wald ist auch schön sauber, schön von Monstern befreit. Na, ich glaube hier hoch. Ja, ja. Das wäre ja auch der Weg, den wir gegangen sind. Mit Zoltan. Ah, hier. Nehmen wir den Ordner mit. Kann ja nicht schaden. Halt, halt, halt. Falscher Weg, falscher Weg. Ist das hier richtig? Nee. Das war schon richtig. Das ist ein bisschen schwierig. Wir sind diesen Weg mit Triss gegangen und mit Zoltan. Aber hier vorne ist uns schon eine Marke gesetzt. Das heißt, hier geht es dann gleich weiter. So, nochmal abspeichern, bevor es dann richtig ernst wird. Speichern wir. Da steht auch Jorbert. Jorbert, ne? Diesmal ist es Jorbert. Also Jorbert, sag an. Was gibt es? Spielen wir Theater. Sag Leto, dass du mich gefangen hast und ihm auslieferst. Und du? Ich bin unbewaffnet, Hände gebunden. Sprichst du die Wahrheit, wird seine Reaktion dich bestätigen. Glaub nicht, dass ich dir traue. Denk an unsere Deckung, wenn du versuchst, was Dummes zu tun. Ich verstehe. Kaum. Sie beschmieren dir das Gesicht mit Honig und stecken es in einen Ameisenhaufen. Da heulst du so, dass dich noch die Reiter der wilden Jagd hören. Warum machen die das? Sind deine Unternehmungen alle so aufwendig? Warum befehlen wir Leto nicht einfach zu gestehen? Eid feilmuen hir jeten werde. Erobere nicht durch Gewalt, sondern durch Kühnheit. Wir sprechen Elfisch. Genau. Cool. Gehen wir. Der Gerard ist eine coole Socke. Pass auf, um unsere List nicht aufzudecken. Ah ja, geil, wir führen den da so richtig hier. Wir führen den direkt gefesselt dorthin. Ja gut, die 2 Meter, also ganz ehrlich. Oh, da hockt einer. Ist das Leto? Geil. Das ist Leto. Wie geil ist das? Gerald von Riva, was suchst du hier? Mein Leto. Ich komme, um zu verhandeln. Jorvet, der Waldfuchs, hat sich tatsächlich greifen lassen. Ich hab dich unterschätzt. So, wer du bist, weiß ich. Was verbindet ihn mit Jorvet? Oh, erstmal nachfragen. Was tut ein Mensch in den Reihen der Skoyatel? Du kennst das Sprichwort. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Skoyatel sind meine Rachebrüder. Genug, ihr scherzt, mach mich los! Ja, hier könnten wir... Achso, können wir den direkt losschneiden? Nee, ne? Nee, geht nicht. Wir können hier einfach nur mal Bescheid sagen. Kiaran Eb Esnilen sagt, du willst Jorvet liquidieren. Und wenn? Weshalb solltest du mir helfen? Bloide Däune! Demavent, Foltest, wer noch? Wer seid ihr verdammt nochmal? Wir sind uns schon begegnet, Geralt. Weißt du das nicht mehr? Nein. Das vergesse ich nie. Hast mir das Leben gerettet, weißer Wolf. Wir haben Schulter an Schulter gekämpft. Und jetzt kreuzen wir die Klingen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich Jorvet schon getötet hätte. Serret und Egan werden in ihrem Blut ersaufen. Glaube ich kaum. Ehe die Skoyatel im Pontatal merken, dass du nicht mehr am Leben bist, haben meine Leute ihre Aufgabe erfüllt. Okay. Ja, ich würde ihn gerne noch ein bisschen ausquetschen und fragen, was dahinter steckt. Serret und Egan, wer sind sie? Königsmörder, denen die Skoyatel im Pontatal in Obereddern geholfen haben. Wir müssen nicht kämpfen. Zieh. Nein. Wir müssen auch nicht kämpfen. Er ist ein Hexer. Wir könnten auch zusammen kämpfen. Die Frage ist nur, gegen was? Es muss nicht so enden. Erzähl mir alles. Genug mit der Farce. W3, Ende!
Was treibst du da für ein Spiel? Eins, das du verloren hast. Oh, shit. Oh, wer sind Sie denn? Ach, guck an! Oh nein! Oh, super. Toll, Rausch. Ja. Krepp hier! Jorvet, behalte ich noch ein bisschen. Ich muss dich töten. Versuch es. Ich bin kein König. Oh, shit. Eine Schande, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Ja, komm, pack ihn. Weißt du noch, wie man kämpft? Ja, klar weiß ich das. Aber erstmal Gwen reinnehmen. Warum verfangst du mich? Ah! Sie denken, ich hätte Volltest getötet. Er hat auf jeden Fall den gleichen Plan. Hättest eben nicht Soldat spielen sollen. Okay, das wird brutal. Er nutzt die Zeichen ziemlich gut. Oh, Iggy. Verdammt. Er beherrscht die Zeichen ziemlich gut. Und? Ich komm hier ja kaum ran. Shit, ich komm hier ja kaum ran an den Typen. Moment. Jetzt komme ich ran, Leto. Jetzt bist du dran. Mit Dauergeklicke mache ich dich jetzt platt. Zur Königin. Hexer war ich nicht. Auf geht's. Und jetzt bist du kreislich. Komm, Leto. Gib einfach auf. Ich will dich eigentlich gar nicht töten. Du kämpfst gut. Weil Könige interessieren mich auch nicht um politisches Zeug. So. Leto, stirb doch einfach. Jetzt. Geiler Stil. Oh, scheiße. Elfen reichen, um einen König zu töten. Oh, shit. Der ist uns über. Ich weiß nicht, wie viele bereit standen und mittun wollten. Und du meinst, dass die alle dicht halten? Jorvets Zeit ist abgelaufen. Andere werden gerichtet, weil sie das Chaos losgetreten haben. Aber warum? Du warst einer von uns. Hast uns gerettet. Wir sind quitt. Deine Hexe kennt sich doch aus. Meinst du, sie kann mich nach Edirne teleportieren? Wenn sie brav ist, tue ich ihr nichts. Ich werde dich finden. Wir sehen uns in Edirne. Du lässt aber Triss in Ruhe, Freundchen. Das nehme ich nämlich persönlich dann. So. Wo ist Rausch? Wir haben ein paar erwischt. Der Rest ist entkommen. Und Leto? Tot? Unterwegs nach Flotsam. Woher weißt du das? Er will Triss. Ich muss los. Bring ihn um, noch bevor er mit den übrigen Kontakt aufnimmt. Du hättest dem Deune nicht vertrauen sollen. Komm. Nein, Geralt. Wir können da nicht hin. Die Garnison. Natürlich. Mir war entfallen, was ihr für Krieger seid. Das ist richtig. Viel Glück. Oh ja. Wir retten jetzt Triss und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.